Das war jetzt das Relais übrigens. Neues vom Wechselrichter. Über diesen Dai-Wechselrichter hatten wir ja gerade letzte Woche schon mal geredet und es hat sich einiges getan. Und nicht bloß, weil sich die Nachrichten natürlich mal wieder überschlagen, muss ich jetzt dieses Video machen, sondern weil ich mindestens zwei Fehler gemacht habe in dem Video. Die werde ich jetzt im Laufe des Videos erklären. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die Tipps gegeben haben. Ich habe ja auch an einigen Stellen gesagt, korrigiert's mich ruhig. Kein Thema. Jetzt müssen wir noch mal kurz drüber reden. Und zwar, was ihr so alles vermutet habt und was vielleicht stimmt und was auch nicht stimmt. Wir waren, jetzt muss ich wieder ein bisschen so ein Level für alle erzeugen, weil nicht alle haben das Video geschaut. Vielleicht haben schon wieder einiges vergessen. Wechseln wir erstmal noch schnell die Perspektive. Wir waren an dem Punkt, hier sind eure Solarzellen angeschlossen, hier sind Entstörfilter, hier geht's weiter. Dann ist jeweils die eine Solarzellengruppe hier an dem Kondensator, die andere an dem. Die Kondensatoren sind von der Spannung her bei 63 Volt enden sie. Das ist ein Teil der Begrenzung der maximalen Eingangsspannung. Und die MPPT-Regler werden hier über diese Übertrager hier realisiert. Und zwar durch Sperrwandler auf der Rückseite. Und jetzt gehen langsam die Unklarheiten los oder die Sachen, wo ich mich getäuscht habe oder beides. Ich versuche es mal wieder so zu machen, dass wir uns da einigen können und das auch alle gleich nachvollziehen können. Das hat ganz gut funktioniert, weil im letzten Video habt ihr mir ja auch anhand vom Platinenlayout zeigen können, was ich übersehen habe. So, als allererstes, meine Theorie, die ich jetzt auch aufgemalt hatte, stimmt nicht ganz. Und zwar, ich hatte ja gesagt, hier werden die Übertrager angesteuert. Und dann hatte ich hier auf der Seite den Zwischenkreis Elko vermisst. Jetzt wurde ich korrigiert, dass das Ganze zwar so aufgebaut ist, aber hier der Elko, den ich hier auch gar nicht eingezeichnet habe, deswegen nicht da ist, weil hier an der Stelle schon, ich muss das mal aufmalen, dafür ist das Ding ja da, ein Sinus erzeugt wird. Ich male es einmal so, dass der Y-Strich, also die Spannung, jetzt zufällig mit der Trennachse von den Übertragern übereinstimmt. Und wir können es uns so vorstellen, hier rüber wird HF gepulst. Und die wird in der Amplitude eben dann moduliert. Das sieht dann ein bisschen so aus, wenn ich es jetzt etwas vereinfacht male, wie wenn die Impulse sich so verhalten würden. Und dann reicht ein kleiner Elko hier einen halben Sinus. Jetzt habe ich es ein bisschen blöd gemalt, weil das hätte natürlich jetzt bei Null losgehen müssen. Aber ich glaube, den Gedanken könnt ihr nachvollziehen. Also, dass hier mit einem kleinen Kondensator hier gleich ein halber Sinus entsteht. Den Kondensator hatte ich hier nicht eingezeichnet oder die Kondensatoren, aber dazu kommen wir dann noch später. So. Also, was wir jetzt da dran haben, ist, dass hier diese MPPT-Stufe hier schon einen Sinus erzeugt. Nicht wie ich sagte, dass hier ein DC, 400 Volt und drumherum DC entsteht und hier dann durch diese Brücken dann wechselgerichtet wird. Das wäre jetzt hier das in dem Bereich gewesen, wo ich ein bisschen unsicher war. Also hier sind die MOSFETs, also die Entsprechung ist hier auf der Stelle. Hier sind die vier Übertrager und hier sind die Brücken. Also das ist schon mal die Korrektur, dass hier auf der Seite keine DC-Spannung übrig bleibt, sondern eben schon die Wechselspannung. Das erklärt, Wechselspannung ist aber gerade falsch, da kriege ich wieder gute Kommentare, eben also schon ein sinusförmiger Gleichspannungsteil. Aber bevor ich euch dazu mehr erzähle, erzähle ich euch, dass dieses Video von PCBWay unterstützt wird, weil irgendjemand muss ja den Inverter bezahlen. Ihr wisst ja, dass ihr bei PCBWay Platinen bestellen könnt. Ihr könnt sie aber auch schon zusammenbauen lassen und da gibt es jede Menge Optionen, mit der ihr sehr viel Spaß haben könnt. Ihr müsst natürlich eingeben, wie viel ihr davon haben wollt. Ihr solltet auch nicht vergessen zu erwähnen, welche Platine ihr eigentlich natürlich bestücken lassen wollt. Dann natürlich braucht ihr eure BOM und ihr braucht also die Anzahl der unterschiedlichen Teile, ihr braucht die Anzahl der SMD-Teile, BGAs und THT-Teile. Denke ich, ist relativ klar. Ihr könnt auch den Nutzen schon trennen lassen, ihr könnt sie beschichten lassen, Funktionstests und so weiter. Nehme ich jetzt mal an, dass ihr jetzt aus dem Stand noch nicht so aufwendige Sachen machen wollt. Also lasst euch ein unverbindliches Angebot machen und ich bedanke mich bei PCBWay für die Unterstützung dieses Videos. Jetzt bekam ich noch eine Ergänzung von jemand, der gemeint hat, dass das hier nicht stimmt. Und dass nämlich einer hier die positive Halbwelle und der andere die negative Halbwelle hier macht.
hat mir super eingeleuchtet, aber ich kann es anhand von der Platine nicht nachvollziehen. Das würde heißen, schnappen wir uns mal den, dass hier einer die positive und einer die negative Halbwelle übernimmt. Schauen wir uns erst einmal hier die Anschlüsse hier der Primärseite der Spulen an. Gut, dass die natürlich Durchgang anzeigen, ist klar. Wir sehen aber hier die Ansteuerfets. Ich glaube, ich mache es euch ein bisschen größer. Da sehen wir, dass die alle gebrückt sind hier. Gott, Verbindung hat so oder so. Und auch auf der Ausgangsseite der FETs, da sind die hier alle gleich. Gott, das ist jetzt unausweichlich, weil ich kann jetzt hier auch so rum ein bisschen, so. Also wird auf jeden Fall, werden diese Spulen hier gleich durchflossen. Da ist auch hier nicht umgepolt. Auch auf der anderen Seite ist das genauso. Diese Rail hier ist miteinander verbunden und die schalten dann hier den oberen, während der untere hier zu dem Kondensator und dann zum anderen Pol führt. Auch hier, die beiden, also der obere hier wird gleich angesteuert und der untere ist wieder frei. Also, die werden auf jeden Fall in gleiche Richtung durchflossen. Frag mich nicht nach zu viel Details, bitte, ja, weil bei Sperrwandlern, da hört es dann bei mir auf. Ich habe dann hier mal die Dioden, das sind Dioden, das habe ich nachgeschaut, alle vier hier, der ist jetzt hier außerhalb vom Bild. Die Dioden hier, ich habe sie mal aufgemacht, damit ich besser messen kann. Wir haben hier die zwei Kontakte, also die zwei Lötanschlüsse von dem Übertrager. Natürlich haben die Durchgang, das ist logisch. Und gegeneinander sind die natürlich auch verbunden, weil eine auf eine Rail gehen. Schauen wir es nochmal an. Also der hier führt dahin, jetzt endet es. Und jetzt müssen wir nur gucken, diese Diode hat hier den Pluspol auf der Seite. Diese Pluspole sind miteinander verbunden und das geht auch hier rüber. Es ist jetzt keine Verbindung mehr da zu den anderen Anschlüssen der Übertrager, weil ich ja hier alle Dioden aufgetrennt habe. Also dann haben wir hier eine Plus-Rail. Diese Plus-Rail hier führt hier zu diesen, ich sag mal Ds. Weil da kommt dann gleich die nächste Korrektur. Das habe ich ja mal einfach großmächtig mit FETs, die falsch beschriftet sind, bezeichnet. Unzweifelhaft ist, dass die eben hier auf einem Pol sind. Und jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Das hatte ich aber im Video schon. Wo geht's hin? Da geht's hin. Die sind hier bei diesen N-Kanal-FETs. Die sind miteinander verbunden. Da gibt es nicht viel zu wollen. Ich habe auch hier die Dioden nachgemessen. Also das passt. Jetzt haben einige von euch, ich glaube zwei, haben mich korrigiert, dass das hier wahrscheinlich kein FET ist, sondern ein Thyristor. Und dann ist mir eingefallen, dass beim Wühlen in den Datenblättern ich zwischendurch auch Ergebnisse hatte, wo das als Thyristor bezeichnet wird. Ein Thyristor, wenn man nachguckt, bei dem hier auch Plus ist. Also das passt irgendwie ins System. Und warum geht das? Jetzt müssen wir wieder zum Schaltplan. Also, die Thyristoren sind in Richtung Plus. Also müssen wir das hier rausmachen. Das sind jetzt halt hier diese steuerbaren Dioden. Deswegen würde auch die Bezeichnung mit D hier stimmen. Warum hier zwei parallel sind? Keine Ahnung. Aber was die jetzt hier machen, wir sind jetzt gar nicht so weit weg von dieser Brückenstufe hier, wie ich sie eingezeichnet habe. Weil ich wollte die Thyristoren natürlich nicht drin haben, weil ich mir gedacht habe, die können ja gar nicht so schnell schalten. Und die Eigenschaft von denen Dinger ist ja auch, dass sie hier beim Nulldurchgang hier wieder stoppen. Also man steuert die an, dann leiten sie während einer Periode, ne? Und wenn der Strom dann null wird, dann sperren die wieder von selber. Und sie sind auch nicht arg schnell. Das ist aber wurscht. Wenn wir hier schon einen Sinus haben, dann wird eben die positive Halbwelle hier zum Verbraucher bla 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 weitergeleitet und dann wird die umgepolt und läuft eben hier in der anderen Richtung zum Verbraucher und hier rüber. Das ist die Aufgabe dieser Brücke. Als es mir einer beschrieben hat, ja, ihr kennt diesen Spruch, mir fiel es wie Schuppen aus den Haaren, um diesen Witz von Otto dann noch irgendwie zu Tode zu tragen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Vielen Dank für euer Feedback. Das ist mir komplett neu. Das ist die Schaltung für mich wieder wirklich aufs Maximale reduziert. Viel mehr Reduktion geht da nicht. Wie gesagt, es ist mir noch unklar, warum hier diese zwei parallel sind und sie sind parallel. Ich habe mit dem Komponententester auch nochmal geguckt. Hier an der Stelle, ihr könnt von mir auch mitschauen. Das ist wieder der Moment, wo mir die Finger ausgehen. Und er sagt, das wäre jetzt ein NPN-Transistor. Strange. Ich weiß jetzt nicht, ob es möglich ist. Ob es möglich ist, dass er einen Thyristor für einen Transistor hält.
Jedenfalls vom Datenblatt her und von den Spannungen stimmt die Annahme. Also die hier sind spannungsfest genug. So, und jetzt schauen wir uns die Geschichte mit dem Relais an. Da habe ich auch einen Fehler gemacht. Es ändert sich nichts daran, dass der das Netzchen nicht trennt, aber nicht aus dem Grund, wie ich es gesagt habe. Leider. Und es muss ja irgendwo der Teil sein, wo Netz out ist. Die beiden hier sind ja hier mit den Übertragern verbunden. Also ist das hier Minus, das ist das Gate und da hinten sind die beiden Ausgänge. Und der eine Ausgang geht hier hin und der andere Ausgang geht hier hin. Mein großer Fehler. Und hier sind die Kondensatoren zwischen den beiden Ausgängen. Also ist auch hier kein Durchgang, aber hier sind die beiden Ausgänge. Also hier und hier ist Netz 230 und da haben wir eben einfach ein paar X-Kondensatoren. Zum Wert kommen wir gleich. Das Relais würde jetzt, weil hier ist der Footprint, hier ist die Spule, die das Relais ansteuert und hier ist der Wechsler. Und das Relais würde jetzt im angezogenen Zustand eben hier diesen Ausgang hier verbinden mit der Kondensatorbank und dann geht's raus. Jetzt ist aber hier diese lustige Brücke drin und deswegen war es natürlich auch messtechnisch egal. Diese Brücke brückt die beiden Ausgänge, also die bei den Schalter, den schaltenden Teil des Relais. So die einfache Messung, hier geht Spannung raus, weil hier kommen wir zu der Filterdrossel. Also hier ist keine Verbindung, hier ist Durchgang, also hier geht's rein, die zwei Pole hier gehen rein zur ersten Filterdrossel. Und im Moment sind die hier verbunden. Und wenn man jetzt das hier rausmacht, dann ist es vorbei. Und es ist nicht so, wie jemand schrieb, dass das hier ein Anlaufwiderstand ist bei R17, weil also so eine Brücke als Anlaufwiderstand zu bezeichnen, ist schon ein bisschen gewagt, würde ich jetzt mal sagen. Ha, und weg. So, jetzt ist das hier offen. Was passiert jetzt? Jetzt ist hier offen, hier weiterhin geschlossen. Hier ist offen. Habe ich schon mal gesagt, gell? Und wir können jetzt das hier wieder schließen, wenn wir das Relais hier brücken. So, und weil mir notorisch wieder die Finger ausgehen, habe ich jetzt hier einfach mal ein Draht angelötet. Hier und hier. Und jetzt werde ich mal schauen, ob das Relais funktioniert. Und da Strom drauf geben. Ist Schutz Kleinspannung, kann nichts passieren. So, und das ist jetzt wieder ein bisschen unerwartet und ich glaube, ich gebe es jetzt echt auf mit den Wechselrichtern, weil anscheinend bin ich echt blöd für die Dinge. Wenn ich jetzt hier die, und ihr merkt, ich habe da gerade eben wieder eine Brücke eingelötet. Wenn ich die jetzt hier verbinde, also die Brücke hier verbinde, dann habe ich Durchgang. Wenn ich das Relais anstoße, dann ist unterbrochen. Ich gebe Spannung drauf und es wird unterbrochen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Das heißt, ich habe hier auch noch einen Fehler gemacht. Und diese Brücke falsch eingeschätzt. Warum bin ich jetzt so erstaunt? Deswegen, weil wenn man etwas unterbricht, dann hat man ja normalerweise das Ruhestromprinzip. Also kein Strom auf dem Relais wäre eigentlich, dass es durchgeht. Ja, irgendwie Sinn macht schon, weil es ist ja auch die Freilaufdiode hier nicht bestückt. Das heißt, wenn das Relais nicht in Betrieb ist, dann wird es freigeschaltet. Wir haben ja hier also den einen Pol der Netzspannung und das geht dann hier weiter. Also langsam werde ich blöd, aber ich glaube, wir müssen das aufhören hier. So, jetzt muss ich es genau wissen. Schon genug Schmarrn verzapft heute. Ich suche die Wurzel. Also wenn ich jetzt hier die zwei hier verbinde, also hier Strom drauf gibt, dann werden die beiden verbunden. Hier ist Dauersignal und unterbricht dann. Das heißt, da oben ist die Wurzel. Da ist die Wurzel und im Grundzustand sind die hier verbunden. Und das ist blöd zu malen. Er schaltet dann auf den anderen weiter. Gegenprobe, also wenn ich jetzt hier verbinde, keine Verbindung. Wenn ich Spannung drauf gebe, piepst. So, ja, ich habe zum Messen jetzt das hier unterbrochen. Das heißt aber, im Grundzustand ist diese Verbindung, also wenn hier die Spule nicht bestromt ist, ist diese Verbindung hier verbunden. Hier ist ja die Brücke. Warum auch immer sie jetzt die, warum haben sie da die Brücke reingemacht und nicht direkt hier? Ich kapiere es nicht.
Also hier in diese rot markierte Insel will dieser Kontakt weitergeschaltet werden. Das ist völlig irre. Weil wenn ich die Brücke nicht drin habe und hier ist die Wurzel, dann schließt der, wenn ich Strom drauf gebe, einfach die beiden zusammen und passiert auch nichts. Und wenn ich die Brücke drin habe, dann ist im Ruhezustand diese Verbindung geschlossen. Irgendwie leuchtet mir das noch nicht so ganz ein. Also jetzt aber richtig. Das ist wirklich das Ausgangskabel. Da gibt's nichts zu diskutieren. Machen wir erst einmal das andere, damit wir uns da einig sind. So. Also hier von dem Ausgang über diese Kondensatorbank geht's direkt raus. Da gibt's nichts zu diskutieren. Wir haben auch keine Verbindung zwischen den beiden hier. Gut. Jetzt der andere. Der andere geht hierhin. Und hierhin. Und auch auf den hier direkt. Dann kann ich jetzt hier wechseln zu meiner Dauerklemme. Wird mich in den Wahnsinn treiben vor lauter Gepiepse. Also, das ist diese Insel hier. Und die will verbunden werden mit dem hier. Diese Lötbrücke hier, die habe ich jetzt erstmal rausgemacht. Das ist, wenn jetzt diese Lötbrücke, die vorher drin war, wenn die jetzt draußen wäre. Wenn ich das Relais schalte, tut sich absolut gar nichts. Wenn ich diese Lötbrücke hier professionell, weil ich mache die schönsten Lötstellen im Universum, wieder reinmache, dann heult mir mein Messgerät die Ohren voll und wenn ich dann Strom drauf gebe, dann wird die Verbindung unterbrochen. Also wenn ich Strom drauf gebe auf das Relais, wenn ich es bestrome, wird die Verbindung unterbrochen. Widerspricht dem, was ich so erwartet hätte. Okay, wahrscheinlich machen wir noch einen dritten Teil. Ich wurde gefragt zu diesen Kondensatoren. Das sind die technischen Daten. Oh, der ist verkehrt rum. Warum haben sie den andersrum reingelötet? Witzig. Da ist der Q14. Hier ist der Anschluss des Relais. Und es könnte ja theoretisch sein, dass der hier... Ja genau, ich habe hier auf der anderen Seite mal angelötet, um hier messen zu können. Theoretisch könnte es natürlich sein, weil ich habe jetzt wirklich Paranoia langsam, dass hier noch eine andere Leiterbahn irgendwo hinführt und das Relais von einer anderen Stelle geschaltet wird. Wäre ja theoretisch möglich, oder? Also hier auf jeden Fall gibt es keine Abzweigung, sieht man durch die Hinterleuchtung. Gucken mal, ob es vielleicht noch irgendwo anders wäre, sein könnte. Das war jetzt das Relais übrigens. Ui, da ist die Verdichtungsmasse herunter. Hat sich da reingeschlichen, ist aber eigentlich nicht schlecht. So, also hier ist der Relaisanschluss. Hier endet er, also hier gibt es keine weiteren Abzweigungen. Dann sieht es für mich aus, wenn es hier eine Zwischenlage gibt, was man hier so durchscheinen sieht. Die, so wie die Ausspannung aussehen, vielleicht Ground ist, weil die ganzen Vias hier ausgespart sind. Aber das hier ist kein Via. Also die Leitung endet hier. Ich hoffe, das ist jetzt wasserdicht. Also die Ansteuerung des Relais ist hier nicht bestückt. Genauso wenig wie die Freilaufdiode. Ansonsten hier das Schaltsymbol hier stimmt. Das ist Pampe. Die Wurzel hier ist auf der spulenzugeordneten Seite. Und das habe ich hier auch richtig zugeordnet. Also die Wurzel ist der spulenzugeordneten Seite. Und ich verstehe es immer noch nicht, wie das, was das soll. Also man könnte jetzt echt böse Ideen haben, weil ich kenne das nicht, dass man zum Unterbrechen etwas unter Spannung setzen sollte. Das ist seltsam. Jetzt könnte man natürlich noch die Theorie haben, dass das irgendwie analog dann trennt. Irgendetwas, was den Fehler erkennt, trennt dann. Wie gesagt, hier ist der Transistor. Also ist einer von beiden hier, sagen wir aufpassen, Minus oder Plus. Und der andere geht, und das sieht halt auch schon so aus, hier über Widerstände zu dem Microcontroller hier. Hier ist keine weitere analoge Beschaltung, die da was in der Richtung hergibt. Das Kerlchen hier geht, aber das ist diese Gruppe hier, die diesen Transistor ansteuert und das geht hier irgendwo hin. Na. Jetzt werden wahrscheinlich einige nochmal so zur Zusammenfassung fragen, ja, was war jetzt eigentlich? Also falsch war definitiv, dass ich die Brücke, die hier drunten hängt,
falsch verstanden habe. Es ist jetzt für die gesamte Funktion des Geräts nicht relevant, okay, aber zur Vollständigkeit. Es war falsch, dass ich gesagt habe, das Relais schaltet die Kondensatorbank. Das ist auf jeden Fall verkehrt. Es ist weiterhin richtig, dass so wie die Platine da liegt, stromlos, hier alles verbunden ist und das Relais keine abschaltende Wirkung ausübt. Das ist auf jeden Fall richtig, auch wenn ich das Relais jetzt falsch zugeordnet habe. Die Verschaltung von dem Teil verstehe ich aber immer noch nicht. Ich hoffe, jetzt haben wir genug von den Dye-Wechselrichtern. Bis zum nächsten Mal. Servus.